Willkommen zurück auf meiner Ranch. Nee, nicht auf meiner Ranch, aber auf meinem Landwirtschaftssimulator. Verdammt doch mal. Ich muss immer beim Starten des Spiels warten. Hier fliegt ein Flugzeug rüber und das dauert so ewig lange. Und das ist so laut. So, beim letzten Mal sind wir dabei stehen geblieben, dass hier ein Baum liegt. So. Fertig. Ja, wunderbar. Stopp. Okay, so. Dann würde ich sagen, hey. Einfach rein hier. Stopp. So. Na, weg ist er. Okay. Und jetzt will ich mal gucken, ob ich den hier loswerde. Stopp. Ja, super. So, Tagwerk für heute geschafft. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal schlafen und harren mal die Dinge, die da kommen. 8 Uhr. Zack. So. Na komm. So, guten Morgen. Wir haben den 1. September. Ich hatte doch gesagt, 5 Tage im Monat. Hier. Tralala. Celsius, Radiobereich. Radio sollte aus sein, genau. Und irgendwo stand doch Hackschnitzel erzeugen. Nanu. Hier, Tage pro Monat 5. Dann sollten wir doch nicht im September jetzt sein. Egal. Hier ist noch nicht gedüngt. Das heißt, ich brauche jetzt. Nee! Ich brauche keine, ich brauche keine Düngesache, Pflegebereifung, weil der Johnny macht. Und Johnny hat ja keine Fruchtzerstörung drin. Glaube ich zumindest. So. Du wirst einfach, pass mal auf, Kurs laden. Düngen. Warte mal. Erstell mal einen Job. Wo sind wir? Da. Ach da. Job erstellen. So. So. Öffne mal. 21 Meter, ein Vorgewende. Warte mal, machen wir gar kein Vorgewende. Du fährst einmal hin, einmal zurück. Ja, und machst doch das Halbding. Kriegen wir hin. Oder wir stellen dich mal nach Steuerung Y. Eine weiter. So.
Genau, der fährt einmal im Kreis und dann hat sich die Sache. Muss ich jetzt nicht auf rund stellen? Nee. So. Im Uhrzeigersinn? Ja. 30 Meter. Kurs speichern. Da. Dunger. 30 Meter. Okay. Fährst du dir platt? Nein. Gut. Wie lange braucht er? 2 Minuten. Na, der klingt doch richtig gut. Okay. Fertig. Ihr fährt einmal Hü, einmal Hot und dann hat sich die Sache. Gut. Ja, da kann ich schnell abwarten. Da sind wir nämlich hiermit durch. Und danach fährst du dann einfach zum Hof. Ach, Quatsch. Erster fährst du zu Ende. So. So. Oh. Da ist ja Unkraut drauf. Das ist ja Unkraut. Ich dachte, das wächst schon das Zeug. Warte mal, Unkraut. Da braucht man einen Striegel für. Da. Striegel. 60 PS, 6 Meter Breite, 9 Meter Breite und 140 PS. Schon fast zu viel, war. 90 PS und 9 Meter Breite? Die ist doch gut. Kostet 18.000. 150 PS? Ja, das ist der große, den wir beim letzten Mal hatten. 140 PS. Da macht sich der bei den 90 PS eigentlich gut, wa? Wo ist denn der? Da. Ach so, der kann auch gleich aussäen. Soll er ja nicht machen. Aber kann ich ja leer lassen, oder? So. Hat den Kurs verlassen und gestoppt. Ja, freut mich. So. Du wirst jetzt den Striegel holen und dann hier das Getreide machen. Also das Unkraut. Wow. So. Genau. Dann würde ich nämlich sagen, schmeiße ich, bis der fertig ist, dort einfach hier noch ein paar Bäume um. So, eins, zwei, oh, drei, so. Jetzt angekommen bei Werkstatt. Warte, warte, warte. Mist. Wo ist er denn? Nein, hier geblieben. Jetzt. So.
Ah, okay. J. So. Dann wirst du einen Job erstellen. Jetzt bitte hier rum. Ich werde heute noch das Silo bauen. Ich bin nur noch am Überlegen, wie rum ich das drehe. Fangen wir an. Du wirst einen Job erstellen. So. Ein Vorgewende, ein Ding auf dem Kurs, danke, Feldkurs generieren. Da kannst du auch ein zweites Vorgewende machen. Kurs speichern. Striegel 9 Meter. Und let's go. Okay. Ach so, wie lange macht er? 5 Minuten. So. Aha. Ach, der macht das Unkraut gar nicht mehr. Der macht gar nicht alles Unkraut. Och Mist. Unkrautmittel? Unkraut partiell Hacke. Ich mache eine Sprühe. Ich mache eine Spritze drauf. Das ist der Tank. 34.000. 24 Meter. Ich brauche den auch mit weniger Arbeit. 18 Meter. 18 Meter. Was sind das? Okay. Also ich könnte einen kleineren gebrauchen. 30 Meter, 27 Meter, 24 Meter. Dann ist der kleinste hier. 18 Meter. Achthundert Liter. Ah. Achtzehn oder 7.500 Meter. Ach so, das ist bestimmt aber dann geschummelt, wa? Da passen nämlich keine 7.000 Liter rein. Ich lasse den auf Original. So. Stell mal bitte das Ding weg. Und bitte einmal zur Werkstatt.
Hä? Was machst du denn jetzt? Stopp! Warum fährst du nicht nach vorne zur Werkstatt? Ach! Ja, die Nebenstrecke. Ja, ja. Okay. Tschüss. So. Ich habe noch 400.000. Das heißt, ich könnte eigentlich ein Stück Feld kaufen. So. Umwerfen. Umwerfen. Ja. Da hat jemand seine Arbeit beendet. Ach so, warte mal. Wir brauchen ja noch Flüssigdünger, Herbizid brauchen wir. So. Klar. So. Hey. Entschuldigung. So. Wenn ich jetzt hier rauffahre, dann fahre ich das platt, oder? Nee, da steht alle reif. Ja, super. Das hat sich jetzt hier mal erledigt. So. So, wir dürfen hier rauffahren. Und dann fahren wir einmal im Kreis. So. Okay. Aber, ach so, das sind schon die Pflanzen, aber ich darf da noch mit allen rüberfahren. Aber theoretisch habe ich jetzt, kein Unkraut mehr drauf. Ach, kapiere ich nicht. Ich habe doch am Anfang, gepflügt. Warum kommt dann Unkraut? Da ärgert mich doch jemand wieder. Oder ist die Map hier anders, weil es kamen keine Steine? Ach, der Flug ist anders. Ich habe einen Tiefenlockerer. Ich hätte einen Flug, speziellen Flug nehmen müssen.
Shit. Ja, das muss ich mal gucken, ob das stimmt. Wo kann ich sehen, dass... Warte mal, halt mal an. Mache ich da überhaupt was? Ja. Okay. Ja, da muss ich mal gucken, dass ich statt dem Tiefenlockerer einen Flug mache. Und Kraut ist weg. Gut, dann hat sich das Thema erledigt. Wieder was gelernt. Ich brauche einen anderen Flug. Zur Not nehme ich einen normalen Flug. So, mal gucken. P. Flüge. Ja, Tieflockere haben wir. Spatenmaschine, was machten die? Ja genau dasselbe, wa? So. Wo haben wir denn die Flüge? Da. Ah, genau so einen haben wir. Ah, da, der braucht 300 PS. Das kannst du vergessen. Ich werde keinen mit 300 PS kaufen. Weil, ja, 6 Meter, 260 PS, die haben wir nicht. 165 PS. Fortschritt, 2 Meter breit. Das hier wäre der nächste Flug, den ich mir leisten könnte. 450 PS. Ja. Ach, das geht ja gar nicht in Schwarz. Ja, dann werden wir in Zukunft damit flügen. So, und wenn ich schon mal am Einkaufen bin, dann kaufe ich auch meinen LKW, den ich brauche. Eigentlich ist es egal, welchen ich nehme. Oh, 130.000. Wie viel PS haben die beide? Ja, wobei, ich bin ja eigentlich mit beiden zufrieden. Da passt ja bei auf beide dasselbe rauf. Und mit denen können wir nämlich die ganzen Paletten fahren. Genau. So. Gut. Jetzt haben wir ein Problem und zwar... Wo baue ich mein Silo hin? Also noch brauchen wir keins, aber ich würde da mein Zeugs gerne in ein Silo einladen. Warte mal, ich gucke nur mal. Ihr kennt das ja. Nur mal gucken. Silos. A. Nee, das ist aber nicht das, was wir letztes Mal hatten. Doch, das ist, was wir letztes Mal hatten. So. Wo sind die Silos, die wir letztes Mal hatten? Die haben sich nämlich gut bewährt. Da.
Das müssen wir irgendwo hinstellen. Zum Beispiel hier. So. Ach, guck mal, ist alles so krumm und schief hier. Oh Gott. Guckt euch das mal an, wie schief das hier ist. Okay, dann müssen wir alle begradigen. Seht ihr das? Am besten wäre, ich stelle das so hin. Dann kann ich nicht von draußen reinfahren. Und von innen wenden und zum Feld fahren. Aber das wird nichts. Jetzt stelle ich auf Screen auf und vorher begradige ich hier alles. Guckt euch mal den Hügel an. Hier hinten sieht es ebener aus. Kann ich anfassen und greifen. Super. So. Wo war der zweite? Hier. So. Du bist der dritte? Schubst hier mal um. Mist. Warte mal. Ich trage den mal schnell weg. So. Dann kommen die nämlich gleich alle in die Sägerei. So. Ernsthaft? So. Ja, die hier kloppe ich auch alle weg. Das klappt wunderbar. Dann haben wir nicht hier Platz. Mal gucken, ob er den annimmt, wenn ich da oben ein bisschen Gemüse vergessen habe. So. Okay. Wie läuft das hier eigentlich? 25.000 Holz, 3.000 Bretter, 2.000 lange Bretter, 1.900 Holzbalken und 12 Liter Hackschnitzel. Das werden wir irgendwann mal verkaufen. Sobald das Lager hier irgendwie voll ist. Haben wir den schon abgesägt? Knirsch. Okay. So. Oh, warte mal, wir haben noch zwei. So. Einmal Y. Oh, das ist ein Laubbaum. Ja doch, Laubbaum. Das klappt nicht. Halt. So. Lang. Runter. Und drehen. So, jetzt machen wir bitte auf. So. Dieser Baumtyp wird nicht unterstützt. Na super. So.
So. Der wird aber unterstützt. So. X geht nicht. Stück hoch, Stücke drehen. Stücke, nein, drehen. Stücke runter. X. X. Mach zu. Warum macht er das nicht? Ja, sieht doch gut aus eigentlich. Oder? So. Zumacht. Ja, da siehst du, klappt doch. Wie bitte? Warum will der denn nicht? Ist das dein Ernst? Ja, und jetzt floppt er rum. Okay. Ja, und was mache ich mit dem jetzt hier? Weil wenn den keiner frisst, dann müsste ich den hier so in einem Stück rüberholen. Warte mal, ich schneide mal die Spitzen ab. So. Lauf doch mal vorwärts. So. Da oben ist noch. Da muss ich noch langlaufen. Lauf. Oh. Hopp. So. Und jetzt. So. Gut. Sollten alle sein. Ach so, das gehört schon zum nächsten Baum. Okay. Da muss ich nicht mal gucken, ob ich den Baum einfach rübergeschleppt kriege. Ja. Den kann ich einfach mitnehmen hier. Da laufe ich nicht umsonst. Genau, hinschmeißen. So. Okay. Hier habt ihr noch was zum Zersägen. Da macht noch mal ganz dicke Holzbalken draus, okay?
So. Was war das? O war oder B? Was war das Zittern eben? Ach so, der hat versucht, den Holzbalken aufzunehmen. Ja, den Baum nimmt er nicht mit. So. Keine Chance. Dann hole ich das mit dem Unimog. Ah, der ist zu schwer. So. Ja, muss ich mit dem Unimog machen. Ja, und da muss ich mal versuchen, ob ich den Laubbaum hier direkt reinstopfen kann. Wir haben jetzt noch 266.000. Dafür dürfte ich kein Feld mehr kriegen. Na, raus hier. Ich möchte. Ja. War eine gute Investition. So. Und jetzt brauche ich den Unimog. Wo ist denn der? Da. Moin. Wo hast du deine Winde? Da steht sie. Wir müssen, habt ihr mir gesagt, auch neue Bäume anpflanzen. Das heißt, ich werde mich in der nächsten Folge mal darum kümmern, wie man Bäume anpflanzt. Und eventuell dann Stücke Wald holen. B? War doch B, wa? Forst sein. B. Aha. Funktioniert. Das Gemüse zählt doch noch zu dem Baum dazu. Da. Und hier. Und hier drüben. Ah, da hinten gibt es noch Gemüse. Da komme ich aber nicht ran, das hängt im Boden. So. Und jetzt mal gucken, ob ich hier weit genug reinkriege. Bitte schön.
Ja, weg ist er. Und wir haben jetzt hier drin 30.000 Holz. Perfekt. So. Und der hier wurde auch nicht vom Holztransporter anerkannt. Gut. Ja. Gut. Und den hier auch noch. Und wenn die alle angesägt sind, kann ich ja den Rest dann mit dem Trecker machen. So, das sind die drei hier, wa? Ja. Dann würde ich sagen, nehme ich noch den kleinen hier mit. Mit dem gehe ich jetzt nach Hause. So. Genau. Dann werden wir in der nächsten Folge die Bäume hier absammeln. Warte mal, wie weit geht eigentlich mein Land? Das ist komplett. Hier steht mein Sägewerk. Das können wir absammeln. Dann machen wir hier eben. Und stellen hier unsere Maschinen hin. Vielleicht, genau, so ein Sägewerk hier daneben. Und dann dahinter das Silo. Und dann können wir hier nämlich vielleicht sogar noch eine Fabrik bauen. Mal schauen. Vielleicht wieder ein paar Olivenbäume. Warte mal. Ich will nur mal gucken. Wir haben ja noch 200.000. Warte mal. Wir haben 260.000. Kaufen müssen wir. Baumtechnik. Eine Ballenpresse oder einen Ladewagen brauchen wir. Ein Schwader. Okay. Heizomat. Zwar braucht 200 PS. Hier, das ist so eine Setzmaschine. Die braucht 120 PS, die haben wir. Und dann brauchen wir... Achso, das ist so ein Holz... genau, so klar. Holzkleinhäcksler. Das sind... Ach, für Trecker. Na, haben wir ja jetzt. Ah, das ist keine... Doch, das ist die Säge hier. Das ist doch genau das Ding, was wir gekauft haben, wa? Nö. Das Ding haben wir. Warum habe ich nicht das Ding gekauft? Warum macht der... Ach so, 64 cm Baumdurchmesser. Ich dachte gerade Strohballen. Ja, der ist kleiner. Der kann kleinere Bäume machen. Was macht meiner an Bäumen? 100? 1000 cm? 10 Meter? Das will ich sehen. Aber gab es hier nicht noch Paletten mit, hier muss noch eine Palette rein, wa? Und dann fahre ich damit rüber und setze dann hier die Bäume. Also sprich, so Baumsaatgut. Ja, so ein Ding brauchen wir. Gut. Wo kriege ich die Palette her? Die muss doch dann hier sein, wa? Da. Genau, Kombination mit dem Ding. Für 20 Bäume zahle ich 1000. Ah. Für 25 Stück zahle ich. Mit 6 Baumsetzlingen. 25 Baumsetzlingen. Oh, hier gibt es mehr. 178, konfigurieren.
Nein, zurück. Nicht konfigurieren, kombinieren. Baumsetzling-Paket, Mod. Und wie werden die ausgesetzt? Auch mit dem Ding? Fichte, Felsenbirne, Zypresse, Ulme, Schuppenrinden-Hickory, wechselblättrige Hartriegel, Ahorn, Weiden. Warte mal, Weide. Weide konnte ich doch als. Ah, nee, das war Pappel. Ich konnte ja Pappel als. Dings machen. Pappel als. Feld. Und dann wird das Feld abgeschwadert. Ja, müssen wir mal gucken. Ach so. Wenn wir da noch 50.000 ausgeben, dann haben wir noch 200.000. Das sind 91.000. Was kaufe ich denn da? Ach so, das ist ja Land. Das will ich ja gar nicht kaufen. Was kriege ich denn da? Eine Schreinerei. Na ja, gut. Nee, wenn, dann müsste ich so ein Land kaufen hier. Entweder sowas hier, das kostet 700.000. Oder so ein kleines Handtuch hier drüben. Für 50.000. Dann kann ich hier noch Bäume anpflanzen. Und da hinten kriege ich für 100.000 nochmal Bäume. Okay. Ich bringe das Ding jetzt nach Hause. Schmeiß das in die Sägerei. Und sage dann danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Warte, ich fahre hier lang. Macht's gut. Genießt den Tag. Und vor allem, see you later.